Mit dem ICQ Messenger kann man mit seinen Freunden in der Kontaktliste nicht nur chatten, sondern mit ihnen auch Videogespräche führen und telefonieren. Sowohl die Videoanrufe als auch die Telefonate sind zu anderen ICQ-Mitgliedern kostenlos. Dies gilt natürlich auch für das Chatten und andere recht nützliche Funktionen wie der Datentransfer oder die E-Mail-Benachrichtigung, die in ICQ zur Verfügung stehen. Es gibt aber auch ein paar Funktionen, die kostenpflichtig sind. Hierzu zählen die Verbindungen zu Festnetz und Handynummern. Bevor man aber den ersten Anruf tätigt, sollte man zuvor einen Blick in die Tarife werfen. Der Minutenpreis unterscheidet sich dabei, je nachdem in welchem Land sich die angerufene Person befindet. Auch zwischen Festnetz und Handy gibt es Preisunterschiede. So bezahlt man in Deutschland für einen Anruf ins Festnetz 1 Cent pro Minute und ins Mobilfunknetz 7 Cent. Damit man über ICQ überhaupt Anrufe tätigen kann, muss man seinem Konto per PayPal Guthaben hinzufügen. Zwar bietet ICQ auch die Möglichkeit, SMS kostenlos an Freunde zu verschicken, aber leider steht dieser Dienst in Deutschland noch nicht zur Verfügung.